Hallo, ihr Hübschen. Hier ist Sackett mit einer Runde Stormbound. Und ich bin heute früh in die Platin-Liga aufgestiegen. War ein ends krasses Match. Und zwar hat es so ausgeschaut, dass mein Gegner mit Sammler Mürz den gespielt hat in der ersten Runde und danach aufgegeben hat, was natürlich sehr schön war. Und jetzt bin ich Platin. Krasses Match. Stört mich jetzt aber trotzdem nicht, weil im Platin gibt es was Hübsches abzustauben. Und zwar in 3 Tagen. Genau, ich habe ja vorher schon zwei Videos gemacht. Das erste war von Bronze auf Silber. Das zweite war ganz kurz die Nachricht, dass ich von Silber auf Gold gekommen bin. Jetzt habe ich mir das zeitlich nochmal angeschaut. Und zwar war das am 3.1., wo ich dieses Bronze-Silber-Durchspiel, diese Durchspielnummer gemacht habe, also Anfang des Jahres. Gold habe ich, in die Goldliga bin ich aufgestiegen am 31.01., also dann Februar, Anfang Februar quasi, nach einem Monat. Und jetzt haben wir am 28.03., das heißt 2 Monate später dann Platin. Also in 3 Monaten sollte man im Spiel von totaler Anfänger auf Platin-Einzug kommen können. Bin jetzt auch nicht der beste Spieler. Vielleicht geht es für den einen oder anderen sogar noch ein bisschen schneller, oder wenn man noch ein bisschen Geld investiert, geht es vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Aber 3 Monate Platin ist schon ganz okay. Die nächste Nummer ist Diamond, da brauche ich aber, glaube ich, noch ein bisschen. Und dann geht es auch nicht mehr weiter. Wenn ich in Diamond angekommen bin, mache ich wieder ein Video. So, dann schauen wir uns mal mein Deck an. Am Anfang, wo ich von Bronze auf Silber durchgespielt habe, habe ich das ja ohne Legends gemacht. Danach hat es ein sehr umfangreiches Update gegeben, wo fast jede Karte, die ich in meinem Deck hatte damals, oder sagen wir mal, mehr als die Hälfte genervt wurde. Deswegen musste ich ein bisschen umbauen. Und jetzt ist es nicht mehr Legend-frei. Ich habe zufällig einen Mürz und einen Xuri und habe die dann beide auf Level 2 geupgradet, und zwar mit den Fusion Stones, heißen sie genau. Oben sind sie. So, dann schauen wir uns mal kurz das Deck an. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Die grünen Prototypen hatte ich früher drin. Level 2 habe ich sie, höher geht leider noch nicht. Finde ich nicht mehr so gut, seitdem die auf die Umgebung gehen und nicht mehr auf Nachbarfelder. War mir denn dann irgendwann doch zu schwach für mein Deck und ich habe sie rausgeschmissen. Ich habe Doppelböcke dafür reingetan. Sehr gute Kiste. Funktioniert auch ganz gut. Genau. Wie gesagt, der Mürz ist reingekommen. Die Gefangenschaft, die ist immer noch drin. Die bleibt doch drin. Zornfackel habe ich drin. Ist jetzt dann auch bald soweit, man sieht es ja schon, im grünen Rahmen ist jetzt auch bald soweit, dass ich es auf Level 4 habe. Wäre ein Slot, den man noch tauschen kann, um noch ein bisschen mehr Speed zu kriegen, aber ist momentan noch ganz okay. Den Streuner, der ist auch ganz gut, der man kommt eigentlich immer für 6. Ne? Ich versuche mittlerweile so zu spielen, dass ich ihn für 9 kriege. Der Schneemaurer, den spiele ich mittlerweile nicht mehr so gern. Aber manchmal ist er ein ganz brauchbarer Zug, sage ich mal. Aber es ist nicht, also es ist ein bisschen sehr situationsbezogen. Dann die finsteren Boten habe ich drin, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe es auf Level 4. Und wie man sieht, vergleichbar 5 Mana, 6-3. Vergleichbar wäre jetzt der Blausegelräuber, auch für 5 Mana. Er hat aber 6-2, ne? Also 6-3, selbes Mana, 6-2. Beides kann man. Ja, eindeutige Sache, würde ich sagen. Ist auch ein ganz witziger Move mit den 3 Vorwart, vor allem wenn er dann komplett zurückgeschlagen wurde. Oder mit dem hier, mit den beiden kann man immer ganz gute Kombos machen. Ja, und dann halt noch die Hymne. Ne, die brauchst du einfach in einem Swarm Deck. Oh, ich kann ja mal eine Runde noch spielen. Zum Spaß. Wobei der mich jetzt hoffentlich abzieht, ne? Ich bin ja gerade erst hoch in den Platin aufgestiegen.
aus kein guter Start. 2-5er. Auf der Hand, ja. Winter ist natürlich auch ein super heftiger Gegner. Level 5 Karten, der wird mich jetzt ganz entspannt abziehen. So, 6. Da habe ich ja eine super Auswahl. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Ja. Ich kann im Anschluss, wenn ich dieses Spiel verloren habe, noch zwei andere Decks zeigen. Wenn man die so auf Level, sag ich mal, so zwischen 3, 4, 5 die Richtung hat. Das sind zwei Decks von zwei Diamond-Spielern tatsächlich. Also die haben geschrieben, dass auch regelmäßig in Diamond ankommen. Glauben wir ihm mal. Können wir gleich mal die Joylisten auch noch angucken. Dass ich jetzt durchlaufen, das nützt mir nichts da unten. Dann warte ich lieber auf die Gefangenschaft und baller die dann komplett weg. Jetzt könnte er die Brutmother spielen, den Spammer. Dann muss ich schnell sein. Das wäre gar nicht so schlecht jetzt. Die Hunde habe ich. Einer muss gehen. Schwierig. Könnte ein dreckiges Ende werden. Wie viel habe ich jetzt? Ah, ja, genau. Guter Move. Also schauen wir mal, 5. Den kann ich schon mal nicht spielen. Wäre es, wenn ich jetzt irgendwie den da wegkriege, aber das klappt nicht. Der ist das Problem.
Schade. Hätte auch klappen können. So, jetzt habe ich mal gezeigt, wie man Platin verliert. Dann schauen wir mal an. Also ich habe noch zwei Spieler hier, Ditzbell. Der ist ein Diamond-Spieler. Können wir mal schnell angucken, was der so zockt. Also die spielen beide Swarm. So wie ich. Ich habe jetzt natürlich levelmäßig da nichts auf dem Kasten. Die müssen jetzt quasi. Die Liste muss Level 3, Level 4, Level 5 sein. Sagen wir so viele Level 4 und vielleicht ein paar Level 3, ein paar Level 5. Dann klappt es mit Diamond. Aber das ist die Liste auf jeden Fall. Die haben sie alle beide. Ich glaube auch beide Level 3, Level 4, relativ weit oben. Und damit fahren die anscheinend ganz gut. Genau, das ist Ditzbell und das ist Sir Purple Wolf. Der hat mir die Liste gegeben. Da läuft es bei denen anscheinend. Also sehr ähnlich. Beide spielen Trank des Wachstums, den werde ich mir jetzt auch mal überlegen. Ich habe noch auf Level 3. Aber Level 4 wird da dann schon interessant. Ja, auch mal zu Gemüte führen. Und die Hymne. Genau. So, das waren die zwei. Mein Deck habt ihr schon gesehen. Also ich komme mana-mäßig ein bisschen höher raus als die anderen zwei Kollegen. Aber für Platin reicht's. Oh, dann Shevas und bis zum nächsten Mal. Tschüss.